Interesse an meine Karten? Am Ende des Videos wirst du informiert. Habe die Ehre. Grüße und herzlich willkommen, mein lieber Löwe, zu deiner Junilegung. Und du siehst hier, alles ist neu. Diese Karten, die hier liegen, sind Häuserplätze. Denn wir kümmern uns um das, was jetzt im Juni für dich am wichtigsten ist. Also immer das, was bei dir, um was es sich bei dir gerade dreht. Und dass wir da mehr Informationen kriegen, habe ich jetzt für alle meine Karten Häuserplätze gemacht und habe sie vorher schon gezogen. Und das mache ich deswegen, weil dieses Hinlegen auf seinem Platz ein bisschen fieselig ist. Dass ihr da nicht da auch noch zusehen müsst. So, und dann gucken wir mal, was der Juni für dich bringt, mein lieber Löwe. Die ziehen wir. So, warte mal, das brauchen wir jetzt gar nicht. Ich kann kurz weglegen. So, wir haben hier den Häuserplatz der Vergangenheit. Und das heißt einfach nur, mehr aus der Vergangenheit kann jetzt abgeschlossen werden. Denn die erste Reihe sagt einfach aus, was schließt du jetzt im Juni ab? Oder wo hast du die Chance, die im Juni abzuschließen? Und zwar geht es hier Mutter, Oma, Schwester, irgendeine Dame der Vergangenheit, die dir nahe steht, und da ist die Mutter wahrscheinlich schon mal sehr gut. Und Sachen, die dich genervt haben, was dir beigebracht wurde, was du angenommen hast oder, da gibt es in Familienkonstrukten ganz viele Sachen, die man einfach lebt, obwohl es einem gar nicht gehört. Und die im größeren Zeitraum schon bei dir waren, die dürfen sich jetzt zur Freude wandeln. Also du hast irgendwas Nerviges angenommen von daheim oder ein Familienmitglied nervt dich schon länger. Das darf jetzt aber zur Freude kommen. Und hier heißt es, ist es eigentlich eine Warnung, denn das ist wiederkehrender Stress. Du hast die Möglichkeit, das jetzt abzuschließen. Das, was dich nervt, schon längere Zeit, was wahrscheinlich mit Familie oder Freunde zu tun hat. Und das kannst du jetzt abschließen und kannst wirklich eine Freude daraus gewinnen, also das Drehen. Aber hier ist möglicherweise eine Wiederholung da. Das heißt, du sollst Obacht geben, nicht wieder in Stress zu verfallen bei dem gleichen Thema, was dich eigentlich nervt. Also das ist noch eine sehr einfache Aussage, denn hier ist etwas, ja, ist egal, muss ich jetzt kein Beispiel bringen. Siehst du, irgendetwas, was dich schon lange auf dem Herzen liegt, was dir schon lange nervt, von dir selbst oder einem nahestehenden Menschen. Dann kommen wir zum zweiten. Was ist neu? Was ergibt sich neu im Juni? Und da haben wir schon mal eine Fremdenergie oder ein fremdes Gefühl in dem Fall, was Vertrauen in dir eigentlich erzeugt. Schauen wir mal. Und das hier ist die Lüge, das Haus der Lüge, und da liegt eine Berufung drin. Also dir ist das Vertrauen zu fremden Personen oder eben zu dir selbst. Moment, mein Gott, ist runtergefallen. Was sich hier auf einmal entwickelt, eigentlich fremd. Und das lässt sich da, ist eine Irreführung mit drin. Also entweder ist es, darfst du wirklich Vertrauen haben, und du zweifelst an der ganzen Sache, oder du solltest weniger Vertrauen haben. Das liegt jetzt bei dir. Auf jeden Fall ist hier eine Berufung irreführend, also irgendetwas, was sich in dir regt, sagt, das ist gut oder das ist schlecht. Solche Gefühle haben wir alle, kennen wir alle, aber die ist in dem Fall irreführend. Gott sei Dank haben wir hier den Geistesblitz, du wirst einen Geistesblitz haben und dir Eindrücke und Einführungen in Sachen geben, die du nicht weißt. Also hier bekommst du Hinweise, Gefühle, Bilder oder was auch immer von etwas, was du nicht weißt, was dann hier dieses fremdes Gefühl, ob jetzt plus oder, positiv oder negativ, auflöst, wo du da reinschauen kannst, um was es geht. Und es wird auch lange Zeit dein Freund bleiben. Hat vielleicht auch mit der Auflösung zu tun, denn in dem Moment, wo du etwas Nerviges in deinem Leben auflöst, ich muss jetzt doch ein Beispiel geben,
deine Mutter, welche Mutter liegt, sage ich jetzt einfach mal, war immer sehr sparsam, hat Geld immer auf die Seite gelegt, hat da viel Wert drauf gelegt und hat auch dich so erzogen. Dann wirst du jetzt wahrscheinlich auch in gewisser Weise sparsam sein, Geld zurücklegen oder, weil ihm das einfach antrainiert wurde. Und hattest auch immer Vertrauen zu dem Gefühl. Jetzt aber hat sich was ergeben, dass du sagst, das hilft mir ja nichts, wenn ich das Geld hier irgendwo unter dem Kopfkissen habe. Es arbeitet nicht, es wird nicht mehr, es wird sogar noch weniger. Ich habe das von der Seite noch nie gesehen. Ich muss jetzt mal die andere Seite anschauen. Und du investierst einen Teil von deinem Geld zum Beispiel. Und das wird dann lange Zeit dein Freund. Das heißt, hier verändert sich etwas, was dich mehr oder weniger schon immer ein wenig genervt hat. Kann auch sein. Ordnung ist etwas, was man auch daheim oder als Kind schon lernt, dass hier wirklich Disziplin und Ordnung an der Tagesordnung war und dich schon immer genervt hat, weil es dich eng gemacht hat, weil es dir deinen Rahmen deiner Möglichkeiten eingeschränkt hat. Hat dich also immer wieder genervt, lange Zeit lang. Und jetzt sprengst du diese Ketten und lässt diese Ordnung ein wenig locker. Und ob das jetzt häusliche Ordnung ist, geistige Ordnung oder irgendeine Disziplin, die du bis jetzt immer gelebt hast, ist jetzt vollkommen wurscht. Du sagst ja, okay, ich lasse es jetzt auf mich zukommen. Es muss jetzt nicht unbedingt immer gleich ein Plan sein, irgendeine Ordnung entsprechen, sondern ich lasse es auf mich zukommen und mache mich erstmal weit und schaue erstmal. Dann fühlt sich das eher im ersten Augenblick überhaupt nicht gut an, weil du gelernt hast, du musst Ordnung haben, du musst eine Struktur haben und so weiter. Und du durch diesen Geistenblitz das jetzt mal anders anzusehen, aus einer anderen Warte, das mal laufen zu lassen, auf sich zukommen zu lassen, wirst du merken, dass du dann freier bist, dass du dich dann besser bewegen kannst, besser reagieren kannst, als wenn du so starre Ordnung drin hast. Also das ist jetzt wurscht, das ist bloß ein Beispiel, das kann jetzt alles Mögliche betreffen. Du löst etwas auf, was dir in Kindheit an schon genervt hat, was dich auf irgendeine Weise nervt und stresst, immer wieder gestresst hat. Und du änderst das jetzt und das wird für lange Zeit gut. Du hast bloß die Gefahr, dass du wieder in diesen Stress fällst, weil es dir ja anerzogen wurde, weil du das schon lange Zeit machst auf diese Art und Weise. Wirst es ändern und wird auch gut. Aber eben die Angst oder die Gefahr, dass du wieder da reinfällst. Dann haben wir von außen. Von außen kommt aktuell jetzt schöne Dinge auf dich zu. Du merkst, das Außen spielt dir zu. Freunde und Geschäftspartner und so weiter sind aktuell wirklich leicht zu erreichen. Man einigt sich schnell, man ist auf einer Linie und so weiter. Also von außen kommt hier sehr schöne Signale auf dich zu. Und der Kummer und Schmerz, der dir deine Glaubenssätze gegeben haben, daneben haben wir nämlich schon Minderung, da bin ich mir ziemlich sicher, genau, Minderung der Zweifel, das muss fertig hinlegen, genau, es geht voran, passt schon. Das ist auch ein Glaubenssatz. Durch diesen Auflösung des Glaubenssatzes, dieses Nervige, was du gelernt hast von Mutter oder Vater, kann ja zum Beispiel auch sein, dass du wiederholt irgendetwas machen wolltest oder irgendwas trainiert hast, keine Ahnung, Radl fahren. Und du hast es als Kind nie gelernt oder hast dir unwahrscheinlich schwer getan. Und hast du das Gefühl bekommen, ein Versager zu sein, es nicht zu schaffen, nicht gut genug zu sein oder. Auch das ist etwas, was hier sich nervig aufs ganze Leben und lange Zeit auswirken kann, also irgend sowas. Und du fängst jetzt an, diesen Glaubenssatz des Leidens praktisch umzukehren, aus einem Geistesblitz heraus zu sehen. Ich habe damals Radlfahren nicht gelernt oder ich wollte es nicht lernen, nicht weil ich es nicht konnte, sondern weil ich einen Freund gesehen habe mit drei, der einen Autounfall mit dem Rad hatte. Und das wollte ich nie. Das ist so etwas, was man als Kind hört, sieht oder erlebt. Man muss auch bloß gehört haben. Irgendwie ein kleines Kind mit dem Rad oder ein Freund mit dem Rad hat einen Unfall gehabt. Muss ja nicht so schlimm sein, aber das kann sich in deinem Kopf festsetzen, dass du nie Radfahren lernen möchtest, weil du eben das auch nicht haben willst. Aber erinnert nichts an der Sache, dass du dir wie ein Versager oder so vorkommen könntest.
Obwohl der Beweggrund ganz ein anderer war. Und wenn du jetzt zum Beispiel diesen, ja, mich fallen die ganzen Karten runter, diesen Geistesblitz hast, dass du auf einmal weißt, jetzt weiß ich, warum ich das nie lernen wollte. Nicht, weil ich es nicht konnte, sondern weil ich nicht wollte, aus diesem und jenem Grund. Ändert sich die Perspektive und folgedessen auch dieser Glaubenssatz, weil aus dem hat sich ja ergeben, dass du nichts wert bist oder ein Versager bist oder sonst irgendetwas. Und in dem Moment sagst du, nein, ich war kein Versager. Ich war sogar sehr, sehr klug. Ich habe vorausschauend gehandelt. Ich habe es von einem Freund gelernt, dass das nicht gut ist. Und als Kind sieht man das natürlich ganz anders. Und dann kannst du dieses Glaubenssatz des Leidens, ein Versager zu sein zum Beispiel, wirklich ablegen, wirklich ablegen. Und hier ist der Zweifel Minderung. Logisch, wenn du einen negativen Glaubenssatz ablegst und merkst, dass du doch gut genug bist. Wenn wir jetzt wirklich beim Versager bleiben, du bist gut genug für alles, dann mindert sich auch jeglicher Zweifel, wenn du etwas anfängst, etwas Neues anfängst oder irgendwas in Angriff nimmst, ein Versager zu sein. Der Zweifel mindert sich, also der kommt immer weniger. Und dann haben wir hier der Austausch mit anderen, das ist online. Das heißt also, hier kommt, ist ein, ja, lassen wir mal online einen Online-Austausch, sei es mit Sätzen, sei es in einem Meeting oder, vollkommen wurscht. Auch hier, das ist, es ist online. Da geht es dann richtig rasant positiv voran. Es ist immer bloß die Gefahr und nur eine Gefahr, wiederholt in den Stress zu fallen, weil so Glaubenssätze kann man auflösen, aber die kommen immer wieder mal gern und da musst du dir bloß ins Gerät rufen, nee, das wollen wir nicht mehr, das haben wir nicht mehr. Ich muss schnell die Karten aufnehmen, die schon wieder runtergefahren sind. Wir kommen nachher noch ein bisschen ins Detail, wo man dann vielleicht auch feststellen, um was es geht es eigentlich im Speziellen für ein paar von euch. Für die meisten geht es hier um die Berufung. Also heißt auch Beruf etwas, was man gerne tut oder wo man jetzt wirklich einen Fokus drauf hat. Das können eben auch Gedanken oder irgendetwas anders sein. Wir gucken jetzt erstmal, welche übergeordnete Karte du hier hast, die für den ganzen Monat und für jeglichen Beweggrund und Position geltend ist. Da ziehen wir jetzt auch eine und da haben wir die und da haben wir Entscheidung. Ich entscheide mich jetzt klar für den Weg, der sich in mein Herzen richtig anfühlt. Also werden wir vielleicht noch rausfinden, aber hier geht es also grundsätzlich um eine Entscheidung. Vielleicht warst du auch entscheidungsscheu, sage ich mal, oder hast dich nicht gern entschieden, hast lange gebraucht, weil du eben Angst hattest, etwas verkehrt zu machen. Und das eigentlich schon immer wieder dein ganzes Leben lang immer mehr war, immer oft war, dass du wirklich lange gebraucht hast, weil irgendein Glaubenssatz da war. Und jetzt musst du oder darfst dich auf einmal spontan entscheiden. Und dieses Vertrauen zu dir selber wird dir sehr, sehr, sehr fremd sein. Und dieses Gefühl, sich jetzt auch entscheiden zu wollen, schneller wie sonst, weil hier geht es um eine Entscheidung, fühlt sich nicht bei dir nicht gut an. Fühlt sich an wie ich hudel, ich sehe nicht alles und so weiter. Man hat Angst, nicht alles zu sehen. Aber da das ja auf dem Geistesblitz liegt, ist es, du wirst da wirklich trotz allem wissen, doch, das ist gut. Und das wird dann plötzlich dein Freund. Auf einmal kannst du dich entscheiden. Und das Leiden des Nicht-Entscheiden-Könnens, dieses ewige Zweifeln, ist es richtig, ist es falsch, ich muss noch Informationen haben und auf die Informationen brauche ich nochmal Informationen. Und dann frage ich noch den und den, weil ich nochmal eine Bestätigung brauche. Das ist etwas, was die Menschen, die sich nicht entscheiden können, immer wieder praktizieren, wiederholt. Das löst sich dann auf. Dein Zweifel mindert sich und es geht viel leichter durchs Leben. Also, mal gucken, ob uns die Entscheidung, die hier oben drüber liegt, auch wirklich hier bestätigt wird. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es auch um Entscheidungen geht. Aber vielleicht wird uns das jetzt noch ein wenig mehr beleuchtet und konkreter gemacht, um was es hier wirklich gehen könnte. Dass es ein Glaubenssatz und ein falsches Bild von dir selber ist, das ist ziemlich sicher. Aber vielleicht um was es hier sich wirklich dreht. Aber wir werden jetzt sehen. So.
Wir ziehen jetzt hier die Vergangenheit und die Mutter. Da geht es um einen Verlust. Also, entweder, das kann jetzt wieder viel sein, du hast wirklich in der Vergangenheit deine Mutter früh verloren, dass sich daraus Verlustängste ergeben haben. Du hast Entscheidungen getroffen, die immer einen Verlust nach sich zogen, also immer wieder ins Negative gerutscht sind. Du hast Nervigkeiten, also wenn du dich aufgeregt hast, das immer wieder zurückgezogen, in Verlust gehen hat lassen, das heißt, du hast deine Emotionen nie ausleben können und bist deswegen sehr verstockt oder sehr verschlossen oder sowas. Also das kann jetzt alles sowas sein. Dann haben wir hier das Nervig und die Freude. Und das heißt bald, das sind so, das könnte auch so Sprüche sein wie freu dich nicht zu früh. Es könnte doch nicht so schön sein. Also es ist irgend so ein Glaubenssatz, der dich wirklich schon sehr lange begleitet, der sich hier auflösen darf und dich in neue Gefilde bringt. Denn hast du diese Glaubenssätze nicht, bleiben wir mal bei freu dich nicht zu früh, es könnte nicht so toll werden, was eigentlich wahrscheinlich jeder von uns aus der Vergangenheit kennt, wenn du den auflöst und dich Hals über Kopf in ein Abenteuer stürzt und das freu dich erwartest, ändert das natürlich alles. Du gehst ja mit ganz anderen Vorstellungen da schon rein. Weil hier ist eben eine, bis jetzt, wenn man diesen Glaubenssatz hat, freu dich nicht zu früh, man tastet sich vorsichtig in die neue Situation rein, weil man darf sich ja nicht zu früh sein. Wenn du dich jetzt aber auf einmal freust, gehst du da voller Power und Leidenschaft in die neue Situation hinein. Also ändert doch schon einiges. Dann schauen wir mal. Vertrauen in Berufung wird ein großer Erfolg. Genau, das wird sich, die neue Berufung, dieses Neue, was sich bei dir ergibt, durch etwas, was du anerzogen hast, ablegen kannst. Wird sich hier irgendetwas in deiner Berufung, Beruf, das, was der Freude machst, oder, wirklich zu großem Erfolg führen? Das ist jetzt wurscht, um was es hier geht. Du wirst dankbar sein, weil du vielleicht auch deine Emotionen, Geistesblitz, dass du nicht emotional warst, also dieses Nervige runtergeschluckt hast, damit deine Emotionen zurückgezogen hast und damit auch das Fühlen verlernt hast. Das ist nämlich so das erste Ding, wo man nicht Gefühle zulässt und dann zieht man sich immer mehr zurück beim Fühlen. Wenn du jetzt das Fühlen wieder rauslässt, kommen natürlich auch Geistesblitze, kommen Intuitionen und so weiter zurück und man weiß auf einmal, nee, das ist gut, ich fühle das. Und da kann man natürlich sehr, sehr dankbar sein und lange Zeit seine Lebensgestaltung, seine Manifestation, das, was man gerne möchte, im Leben wirklich umsetzen, weil du da nicht vorsichtig und herantastend und vielleicht doch und vielleicht nicht ans Tag lebst, sondern wirklich voller positiven Gefühle und Tatendrang da hineingehst. Das ändert alles. Ja, und von außen aktuell hast du eben hier auch Hilfe von außen, also Leute oder Menschen oder Situationen, die dich wirklich unterstützen, diesen Glaubenssatz ein für alle Mal abzulegen, diese Angewohnheit abzulegen, diese, was auch immer es sein mag in deinem Leben, was aber wirklich mit Glaubenssatz zu tun hat, weil, habe ich ja eh schon erklärt, dass du die ablegen kannst, wirst du auch schöne Dinge erleben, die dir zeigen, du bist auf dem richtigen Weg und plötzlich hast du Zweifel an den alten Glaubenssatz und der Glaubenssatz, der hier noch aktuell war, geht immer mehr und mehr zurück. Ganz plötzlich. Wahrscheinlich, weil von außen es dir gezeigt hat, dass du wirklich gut bist, dass du wirklich liebenswert bist, dass du wirklich was Besonderes bist oder. Und dann haben wir auch eine Minderung der Vergangenheit. Das ist die Vergangenheit, die hier oben liegt, die sehr viel in deinem Leben war. Deine Erfahrungen der Vergangenheit haben viel dein Leben geprägt und hier wird die Prägung der Vergangenheit immer weniger und weniger. Und hier kommt ein ganz neuer Austausch. Spirituell heißt das auch, du wirst hier fühlen lernen. Du wirst hier einen neuen Austausch spirituell erfahren. Also hier ist richtig schön und die Entscheidung, also bei einigen, vielen wird das hier wirklich eine Entscheidung bei der Entscheidungsfreudigkeit sein, mehr oder weniger. Aber für einige heißt es auch, entscheide dich, das wirklich zu tun. Es ist deine Entscheidung. Ich lebe meinen Glaubenssatz jetzt ab oder ich lege ihn nicht ab. Aber so wie es sich hier liegt, wirst du diese Entscheidung treffen und diesen Glaubenssatz ablegen. Denn in deiner eigenen
persönlichen Vorschau heißt es eben, dass du jetzt wiederholt und lange Zeit Freude an dem Neuen haben wirst und der neue Austausch, der sich dadurch ergibt, durch deine neue Sichtweise, da geht es dann wirklich voran. Also, schaut richtig gut aus. Hier darfst du etwas für dich, nein, für viele vielleicht was Kleines, aber für dich was Großes ablegen, neu bewerten, was dein Leben ein Stück weit ganz schön verändert wird, aber in sehr, sehr, sehr positive Richtung. Also hier wird sich ein kleiner Glaubenssatz, den man ändert, große Auswirkungen haben. Und auch ein gewisses Leiden ist vorbei. Und das kommt immer darauf an, was für einen Glaubenssatz du hast. Weil wenn du darunter gelitten hast, dich nicht entscheiden zu können, zum Beispiel, dann war jede Entscheidung ein Horror für dich. Der hat dich immer unter Stress gesetzt, was es dann nicht mehr tut. Du gewinnst sogar mehr Freude daran und so weiter. Das kommt wirklich auf deinen Glaubenssatz drauf an, aber du hast darunter gelitten und das wird jetzt dein Freund werden. Das krasse Gegenteil wird dein Freund und du wirst das wirklich in Angriff nehmen, du wirst es tun. Dafür wird dir auch von außen geholfen, auf jeder erdenklichen Art und Weise. Du wirst schöne Dinge erleben im Außen, die dich auch darauf hinweisen, dass du absolut auf dem richtigen Weg bist und nicht irgendeinen Glaubenssatz des Leidens, wo du selber darunter leidest, haben musst, weil der einfach nicht stimmt. Also eine sehr schöne Legung, lieber Löwe. Kommt deinem Selbstwert, deiner Selbstachtung sehr, sehr, sehr zugute und als Löwe brauchst du das sowieso. Also du wirst dich noch mehr als Meister des Parketts, als Meister deiner Umwelt fühlen können. Und das in dem Fall mit Recht. In diesem Sinne, ein wunderschöner Juni. Habe die Ehre. Na, wo bist du? Grüße. Meine Karten sind nun endlich fertig. Und da ich immer wieder gefragt werde, ja, man kann sie auch kaufen. Ich habe da eine Kleinauflage machen lassen und im Kartendeck sind, hier steht 115 Karten, stimmt aber nicht, es sind 117 Karten, denn ich habe drei Leerkarten mitmachen lassen, das ist die Schachtel von mir, dass ihr eure eigenen Beschriftungen, wenn ihr mehr Kinder habt, Opa oder drauf machen wollt, dabei habt. Also sind es 117 Karten und kosten 59 Euro. Ich blende jetzt hier irgendwo meine E-Mail-Adresse ein und auch den Preis. Und möchte euch ganz kurz, für die, die es nicht wissen, diese Rückseite mal ganz kurz vorlesen. Dauert gar nicht lang, nur dass ihr wisst, was ich damit meine. Du kannst auf üblicher Weise Karten lehnen und schauen, was dich in der Zukunft erwarten könnte. Erwarten könnte, weil du der Gestalter deines Lebens bist. Du kannst aber auch herausfinden, warum die Zukunft sich nicht so zeigt, wie du gerne möchtest. Du kannst lernen, was du ändern musst, um das gewünschte Ergebnis im Leben zu erreichen. Dieses Kartendeck ist entwickelt, um auf leichte Art zu erkennen, warum das Leben nicht wunderschön ist. Sie zeigt dir, wohin du schauen musst, was du ändern musst, darfst, in dir, um deinen Weg zu gehen. Der Weg deines Lebens, der erfüllend und glücklich ist. Denn das ist meines Erachtens der Sinn des Lebens. Ein Leben, in dem du lernen und lehren kannst. Auf diesen Weg, auf dessen Weg die Sonne scheint. Natürlich wird es ab und zu mal regnen, aber das vergeht sehr schnell wieder. Und alles blüht danach noch schön und üppiger. Ich sage, das Leben ist ein Ponyhof. Lerne es zu leben. Das ist das, was auf der Rückseite steht und das sind meine eigenen Worte und auch das, was ich mit diesen Karten ausdrücken will, machen wollte. Mit diesen Karten kannst du wirklich dein
Leben in den Griff bekommen, weil sie dir wirklich zeigen, wo du hinschauen musst und wie du es machen kannst. Ich erstelle ein Video, da ist nämlich kein Buch dabei, also keine Anleitung dabei. Sie brauchen keine Anleitung und vor allem wäre so eine Anleitung oder ein kleines Buch noch viel, viel teurer geworden. Und darum mache ich das online. Ich bin gerade dabei, jede einzelne Karte zu benennen, jede einzelne Karte zu zeigen, in einer Dreierlegung, in einer Neunerlegung, wie man sie kombinieren kann, was daraus zu deuten ist, fürs Leben, aber auch für die Energien. Und das ist eben ganz wichtig, wenn du damit arbeiten willst und rausfinden willst, wo muss ich denn hinschauen, warum klappt es mit dem Geld nicht. Und da kann ich dir versprechen, sie können wirklich, wirklich helfen. Und wenn ich alle Karten durch habe, wird so in 2 Wochen so sein, kriegst du auch den Link dazu. Da kannst du dann wirklich einzeln jede Karte anklicken und dir das anschauen. Und danach werde ich dann ein großes Video machen mit all meinen Legesystemen, und die sind zu 95% meine eigenen Systeme, die ich dir alle vorstellen werde und auch sagen werde, wie du damit arbeiten kannst, für dich selbst oder für andere, wie du es halt möchtest. Und ich kann nur sagen, meine Karten haben mir unwahrscheinlich geholfen und helfen immer noch. Du musst nicht, du darfst gerne, und in diesem Sinne wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Habe die Ehre.